was ist das denn bitte für einen Raum, Alter? Das ist ja richtig geil, ey. So, jetzt können wir uns nämlich auch das Video mal angucken hier im Chat. Das wollte ich mir nämlich ansehen. Übrigens, Chat, das ist das Video, was so unglaublich schlechte Qualität hat, okay? Weil er so ein Headset-Mikrofon aufhat. So, alrighty, gucken wir da mal rein. Also, T-Pain hat sich jetzt hier einen Raum gebaut, scheinbar mit Simulatoren. Ich möchte mich für die strenge Sprache schon mal nicht entschuldigen. Finde ich gut. Los geht's. Welcome to the Nappy Boy Automotive Sim Room. What? Moment. Welcome to the Nappy Boy Automotive. Hey, und ihr sagt zu mir, ich hab voll einen an der Pfanne. Das sagt ihr zu mir und ich hab zwei. Hier stehen fünf. Und so wie das aussieht, haben vier davon die Box unten drunter. Die eine Wheelbase hier drüben, die eine Wheelbase hier hat eine Simucube drin. Alter Verwalter. Okay, gucken wir mal rein. Sim room. I've been trying to get this room together for so long, and now we finally got this mother. Now, in this room, we're gonna have drifting tournaments. We're gonna have grip tournaments. All kinds of racing. We got dirt rally. We got everything in this mother. And anybody that wanna come through this bitch and get the tire smoke, absolutely. Come on, bitch. I got no motherfucking problem. But I will say this. This ain't for the motherfucking lighthearted. Some people say sim time is not seat time. And I frown upon them people because this shit is for real. We're gonna run youth programs in this motherfucker. We're gonna run pro programs in this motherfucker. Novice and intermediate. We got this motherfucker. This goddamn big ass wide ass. Hier ist übrigens eine Handbremse dran, ne? Meine Damen und Herren. Die kostet schon alleine 2,5 Scheine. Die kostet 2,5 Scheine. Also hier ist wirklich eine Menge unterschiedliches Zeug verbaut. Da hinten ist ein dicker Sim-Magic-Shifter dran. Ey, das ist aber eine Boah. Jeder Rechner, also jedes Rig hat seinen eigenen Rechner. Da hinten sind, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, über 40 Zoll Bildschirme dran. Das sind hier Curved 34. Das hier ist, glaube ich, sogar noch eine Nummer größer. Also die beiden sind ident. Hier ist scheinbar... Wager, was ist das denn bitte für einen Raum, Alter? Das ist ja richtig geil, ey. Das ist ja richtig geil. View because some people gonna be like, what is this? Is this in your house? Are you in an arcade? I don't need that. We got the solo view of the motherfucking shit that I'm gonna be in. Brute, if you can solo me real quick. Bam! Warte mal, hat er eine Regie beim Stream? Grüß dich. Servus. Oh, da hängt doch noch ein... Das... Oh! Huh? Now, if it's me and another person that's racing together, we got the duo view. Huh? Two people right next to each other. You see? Hey, Streaming-PC, ich weiß, du bist schon sehr alt, aber du schaffst das definitiv nicht mehr, okay? Ich weiß, das war schon immer unser Traum, dass wir das mit dem anderen da drüben machen. Aber dafür müssen wir noch ein paar Jahre ackern, dass wir das machen können, okay? Also, um auf dem Level zu sein, Streaming-PC, musst du leider irgendwann ausgemustert sein. Okay? Sei mir nicht böse, ich weiß. Du hast sehr lange gearbeitet. See that? Oh, Brew, what if it's three people? Guess what? I'm gonna be in my chair. And then it's gonna be... Two motherfuckers right here and right here, huh? Oh, man, but guess what? Most racing teams have more than three people. What if it's four people? Well, guess what? Yeah. Schöne Grüße gehen raus an Schlorox. Schlo, wenn ich irgendwann mal wirklich, wenn ich irgendwann wirklich mal ein bisschen Geld übrig habe, kontaktiere ich dich mal, damit ich mal rausfinde, wie du das gemacht hast, weil das würde ich möchte das eigentlich auch schon... sehr gerne irgendwann mal machen. Aber dazu fehlt mir noch ein bisschen Penunse. Aber man kann ja träumen. Das ist halt richtig krass. Also nicht nur die Hardware, die da drin steht, sondern auch, wie das alles connected ist und man sich das alles ansehen kann, jederzeit. Wow. Uff. Yeah, sick of it. I'm sick of it. I've been trying to tell you motherfuckers that we got some shit going on. We got some stuff happening in here, and it's gonna be at everybody else's expense.
Huh? It's not going to be symmetrical. This room was not made for this. I don't think anybody just has a room that can be like, you know what? I'm going to put 5 simulators in this mother. Nobody just has that. Das wird nicht mal hier reinpassen, selbst wenn ich mir ganz viel Mühe gebe. Oh, krass. That? There's no room already built for this. Why the fuck would anybody just have that? Can you imagine a motherfucker showing you 5 fucking simulators and nigga be like, they're not set up evenly. Boy, I've never seen a motherfucker reach for some hate so goddamn hard since the goddamn, what's the goddamn, the Sistine Chapel in this motherfucker. Hat das mal jemand gesagt? Oder hat das jemand in den Chat geschrieben? Alter, die sind aber nicht symmetrisch. Nee, das finde ich jetzt nicht gut, dass der eine da andere Bildschirme hat als der andere. Ist das hier hinten sogar eine Flight Sim zufällig? Das sieht mir so ein bisschen danach aus, als wenn das hier so ein bisschen auf Flight ist, oder? Wow. Uiuiui. Ja, Schloh muss man ganz ehrlich, also das möchte ich jetzt hier auch, wo wir uns das hier gerade mal angucken, sagen, dass Schloh eventtechnisch einfach ein Maßstab ist. Schloh ist einfach ein Maßstab. Also da bin ich auch positiv neidisch drauf. Also wirklich positiv neidisch drauf, was der Bengel alles geschafft hat. Zusammen mit Anke. Muss man ja sagen. Also Tinker Leo. Das ist wirklich richtig krass. Also es ist jetzt nicht so mit, ich bin riesengroßer Content Creator und jetzt gib mir Geld und ihr macht das mit Produktionsfirma, sondern die zwei und auch das Team, was jetzt mittlerweile involviert ist, was die gebaut haben, ist einfach insane. Und das ist für mich ein ganz großes Vorbild, bin ich ganz ehrlich. Das könnte ich mit meinen aktuellen Mitteln nur nicht mal ein Viertel, ein Achtel davon umsetzen. Das ist was Gutes. Ehrlich, also da ziehe ich meinen Hut vor. Gerade wenn ich das hier sehe, ne? Also das wäre für mich ein absoluter Traum, weil da müssen wir noch ein paar Jahre machen, damit das funktioniert. 1-2 Dinge. Das ist einfach das krass. One of these sims is set up to do drifting and grip racing. But 1, 2, 3, 4 are the racing sims. This one back here, this is the flight simulator. It's got the yoke, got the throttle, it's got everything. It's got the pedals on it, it's got everything. I don't want y'all to get this confused. The screens on the flight simulator are the 55-inch Odysseys. Remember that fucking Odyssey? They was like, hey, you can flip this bitch and it'll be vertical too. It's 3 of those. On the flight simulator. Because ja, und ihr sagt zu mir immer, oh, das ist ja so mit 48 Zoll, boah, ganz schön viel, ne? Und dann kommt Mr. T-Pain um die Ecke, holst du vor, ich mach erstmal 55 Zoll, ne? That bitch goes so far up in the air and so far down, they're like, if you got any smaller screens, it wouldn't be immersive enough. And you'd literally, like, if you dip too far, you'd be able to see under your screens if you get any smaller screens. So, we put 355 inches on that motherfucker. Curved like a motherfucking prostitute in Las Vegas. Was ist das denn für ein geiler Spruch? Curved like a prostitute in Las Vegas. Okay, der hat mich wirklich abgeholt. Oi, oi, oi. Huh? If you can see the size of these bitches right now, you understand how I wasn't fucking around about this goddamn sim room, okay? And keep in mind, all of these are motion sims. These don't sit still. These move as you drive. This ain't no regular shit. I've done so much shit in this room, and I've been working on this goddamn room since before I went on tour. This has been like 4 or 5 months in the making, and I finally get to fucking show y'all. Aber das ist, die Rigs sind, glaube ich, alle Advanced Sim Racing. Ja, da unten liegen auch die Matten. Das sind alles Advanced Sim Racing Rigs. Da bin ich auch positiv neidisch. So eins hätte ich auch sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das, also bin ich wirklich ehrlich, wenn ich jetzt nicht nach Australien, also versuche nächstes Jahr zum Bathurst-Rennen zu fahren, zu Daniel, dann würde ich meine ganze Knete gerade sparen, dass ich mir so ein Ding aus Kanada importieren kann. Oh, ich liebe diese Rigs so sehr. Würde ich wirklich machen. Aber das ist einfach so viel Geld. Aber gut, auch da, man muss ja auch mal träumen können. Ne? Man muss ja auch mal träumen können. On a stream, it got down 4:30 in the morning. This is fucking cool, man. My friend's gonna come over this bitch. Ben Hops, the whole RTR is planning a trip to my house to come fucking drive. Just because they want to come drive
on shit. Bro, you know what kind of fucking cars RTR got? You know how many fucking free 650s they fucking got right now? They want to come drive at my house. This is amazing. And here's the thing. Even when RTR comes here, they can still drive their cars. We have... Aber hier jetzt gerade sieht man auch wieder, wie irrelevant es eigentlich ist, wie du klingst, wie die Kameraqualität ist. Hauptsache, du unterhältst die Leute. Das ist hier gerade ein super Beispiel, weil er hat einfach ein Headset-Ding auf, das klingt wie aus der Kloschüssel, Schiedigol, gehst rein, Junge. Und meine YouTube-Kommentare beschweren sich darüber, wenn ich aus Versehen mal die Hand vom Mund habe und ins Mikrofon reinpuste. Naja, gut. They have their cars on the fucking Sims. Like, that's... I'm excited, because this is fucking awesome. Hey, yo! Da bin ich wirklich gespannt. Also ich hoffe, dass man da irgendwann nochmal was von sieht. Also was da so drinnen gemacht wird. Das ist ja richtig geil. Aber wenn du mal überlegst, da stehen 5 Sims mit, also schon allein die 5 Rigs, die da drinnen stehen, die sehen so wie voll ausgestattete ASR aus. Da bezahlst du für 1, glaube ich, bist du schon bei 1,4 dabei. Dann kannst du nochmal, sagen wir mal, eine 9 rechnen. Eine 9 für die... für Motion. Sagen wir mal, dann sind wir bei 10, wenn wir schön runden. Dann bist du nur für die Rigs und die Motions bist du schon bei 50 Scheine. Und dann hast du noch keine Wheelbases gekauft, dann hast du keine Lenkräder gekauft, dann hast du keine Monitore gekauft und ich glaube mal nicht, dass die Odysseys 2,50 kosten und die anderen auch nicht. Das wären schon so 2000. Ja, da hat aber einer richtig reingelangt und ich finde das, also ehrlich, richtig geil. Finde ich schön. Ist gut für Simracing. Bin ich ehrlich. Ist super gut für Simracing und ich finde jetzt auch seine Freude, die er da gezeigt hat, war wunderschön. Also das hat selbst mich gefreut, das zuzugucken. 20 reichen gar nicht. 20 reichen gar nicht. Da stehen ja, ihr müsst an der Stelle überlegen, die Grafikkarten müssen das auch schaffen. Das heißt ja, die Grafikkarten und der Rechner. Das heißt schon alleine, da stehen Rechner von 2.500 bis 3.000 Euro. So, da bist du auch schon mal... Aber wenn das mal reicht, ich weiß das gar nicht. Eine 4090 kostet ja schon 2 wahrscheinlich, ne? Da wird der Rechner schon 3, 4 kosten. Nee, den PC musst du ja auch mit ein. Also ist schon geil. Das ist schon geil. Finde ich gut. Freue ich mich drauf. Gibt's auch gleich mal ein Like auf die Bude. Schön. Hier, Leute, gibt's nochmal. Oh, gibt's nochmal den Link dazu? Geil. Ja, das wäre nochmal ein Traum, ne? Das irgendwann nochmal, also ich glaube, irgendwann würde ich das auch gerne alles nochmal overhaulen und so machen, dass man alles gleichzeitig bedienen kann. So ein richtig. Jetzt gerade ist das hier alles nur so provisorisch gemacht mit meinen Mitteln, die ich habe. Aber das wäre echt ein Traum. Das wäre für mich ein Traum. Also da bin ich auch, muss ich gestehen, da strebe ich auch ein bisschen slow nach, dass ich das auch so gerne hätte.